Hallo Freunde, ich mache einen zweiten Eiferrundgang. Ich spreche es nochmal deutlich aus. Rundgang. Verzeihung, ich bin so aufgeregt. Ich habe gerade die Front und die Heckschürze wieder angebaut. Der Sportswagen hat so eine geile Linie. Und für einen Sportswagen habe ich das hier schon vorbereitet. Vollcarbon. Vollcarbon. Man kann jede Drosselklappe, die man wollte, könnte man jetzt anbauen. Das ist richtig Vorbereitung auf Turbo. Aus Carbon. Echt Carbon, ne? Leute. Alles. Und die CDA. Die wird auch noch in roten, also in Magic 3D Carbon, wird die CDA auch sein. Es hat auch ein Carbon-Ansaugrohr. Seht euch mal die Linie an. So im Vergleich zu meinen anderen Katamura. Seht ihr das unten, die Lippe? Und wie ich die Lippe hier gemacht habe? Auch eine wunderschöne Linie, ne? Und sie funktioniert. Sie ist normalerweise drauf, ne? Nur wenn man zum TÜV will, nehme ich sie mal runter. Hier für den Umbau habe ich noch keine Brembo GT Sport und noch kein Red Stuff. Also ich habe gesagt, Red Stuff müsste es sein, weil es eigentlich auch das rote Carbon hat. Aber man könnte auch Green Stuff oder Yellow Stuff nehmen. Auf jeden Fall hat man Bremswege, wo man jedes Mal den Rückspiegel im Auge behalten muss, weil sonst hat man Heckschaden, wenn man die Kombi fährt, die ich gerade empfohlen habe. Da muss man sehr aufpassen, dass dann keiner hinten rauf knallt. Ja, und dann fehlt noch Raggason, ne? Duplex, Mitteltopf bis Ende. Ich schätze mal, der obergeile Flügel, den man verstellen kann. Also ich habe ihn verstellbar, dreifach. Der presst das richtig an. Also man braucht bei keiner Kurve, die es gibt, nach Straßenverkehrsordnung auf die Bremse gehen. Man kann alles mit der erlaubten Geschwindigkeit in der Kurve gehen. Autobahn. Auffahrt trocken mit 80 ist auch gar kein Problem. Meistens hat man schon 180 drauf, 200, vielleicht, ja nicht 200, aber 180 am Ende, wenn man auf die Autobahn rauf geht. Mit denen sieht das nicht anders aus. Der ist vielleicht ein Tick langsamer wegen Automatik, aber das macht voll Spaß. Automatik-Cruisen, der Hit. Vier Gänge. Die man manuell auffahren kann.
Oder man den Sportmodus, Eismodus, Citymodus. Geiles Getriebe. Zu einer Zeit, wo die anderen noch 3 Gänge hatten, hatte Alpha schon 4. Und 6 Gänge, wo sie immer noch bei Ford 5 Gänge hatten. Ich kann das verstehen, die Limousine sieht 932 A1. Die Limousine sieht einfach der Hit aus. Und ich muss euch sagen, dass ein GTA dagegen aussieht wie ein, ne, was soll ich sagen, wie ein 1,6 TS. Und